vorher so richtig sanft weich gelaufen und deswegen hat er auch nicht richtig Leistung gehabt und ist über die Zeit zugerost und jetzt hört man richtig schön. Der nagelt nochmal richtig schön. Jo, moin Schrauberfreunde. Heute mal ein Outdoor-Video von mir an der frischen Luft und mitten in der stickigen Werkstatt. Und zwar haben wir heute einen Fendt, an dem ich am Arbeiten bin. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Der hat nämlich keine Markierungen auf der Riemenscheibe. Und dementsprechend, nach Ausbau der Pumpe, müssen wir jetzt einen OT nochmal finden. Dafür habe ich hier, man sieht das hier schön, zwischen Ventil und den Hebel eine kleine Mutter geklemmt und habe den Motor jetzt so weit gedreht, bis der Kolben gegen das Ventil schlägt. Natürlich mit viel Gefühl, damit nichts kaputt geht. Und habe mir hier jetzt einen kleinen Zeiger gebaut und auf der Riemenscheibe mit Kreide eine Markierung gemacht. Und jetzt drehen wir den Motor nochmal in die andere Richtung, bis er von der anderen Seite wieder mit dem Kolben gegen das Ventil drückt. Dann machen wir noch mal eine Markierung und dann holen wir davon die Mitte und dann haben wir einen genauen OT. Um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen, hier jetzt mal das Modell eines Benzinmotors. Leider, aber ich meine, ist ein Viertakter, macht keinen Unterschied. Wir stehen hier momentan auf dem UT des Ansaugtakts, ja, bewusst. Ich habe mich dazu entschieden, wir werden den ersten Zylinder Kraftabgabeseite als Maß nehmen und werden nachher den sechsten einstellen, einfach nur weil ich ein fauler Mensch bin. Erkläre ich euch später. Wir erinnern uns, wir haben eine Mutter zwischen dem Ventil und dem Kipphebel. Das heißt, wenn wir den Motor jetzt Richtung OT drehen, werden wir am Ventil mit dem Kolben anschlagen. Und da unsere Mutter ein fixer Punkt ist, ist der Abstand, egal von welcher Seite man den Kolben ranführt, immer der gleiche. Das heißt, wir fahren jetzt gegen unseren OT, ne, bleiben hier jetzt am Ventil hängen und machen uns eine Markierung auf unserem Schwungrad mit dem selbstgebauten Zeiger. Im Anschluss drehen wir den Motor dann entgegengesetzt seiner Drehrichtung zurück, also quasi in Richtung des OTs vom Ausstoßtakt. Und werden dort wieder am Ventil anecken. Ja, wieder genau mit demselben Abstand, weil die Mutter hat sich ja in der Zeit nicht verändert. Die Nocke steht auch ein klein bisschen anders. So, wir bleiben genau hängen, machen da unsere zweite Markierung. Und können dann aus der Mitte der Markierung unseren OT ziehen. Warum ich jetzt nicht den OT des Förderbeginns genommen habe, ist einfach nur, wie gesagt, weil ich ein fauler Mensch bin. Weil, wenn wir im Verdichtungs-OT anfangen würden, ja, dann müssten wir hier beidrehen, würden am Ventil anschlagen, müssten die Mutter wieder rausziehen, müssten den Motor einmal über den OT drüber drehen und müssten ihn dann quasi nochmal von der anderen Seite randrehen und vorher natürlich die Mutter wieder reinmachen. So, bin ich zu faul für, deswegen nehmen wir einfach den entgegengesetzten, dann haben wir da unser Maß. So, machen wir hier unsere zweite Markierung. Perfekt. Und jetzt drehen wir den so, dass wir beide Markierungen sehen. Und dann holen wir davon die Mitte. Und dann haben wir unseren OT. Okay, wir haben gerade eben festgestellt, bei dem Schlepper kommt ja hier noch die Hydraulikpumpe drauf. Das heißt, du siehst die Markierungen gar nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt auf der anderen Seite auch noch einen Zeiger drauf gesetzt. Und ich sehe gerade, meine Taschenlampe geht leer. Das ist schlicht. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Da ist auch nochmal ein Zeiger. Und ich habe hier vorne eine Gradscheibe drauf gesetzt, hier unten. Jetzt stellen wir den gleich mal auf 26 Grad VOT und dann gucken wir mal mit der Überlaufmethode, mit Hochdruckpumpe, die ich hier dranhängen habe, so eine Handpumpe, ob es denn ungefähr passt, bevor ich die Hydraulikpumpe wieder einbaue. Das hat sich mal schön bewahrheitet, was ich eben gesagt habe, die Pumpe steckt um 1-2 Zähne falsch. Ich habe mit der Gradscheibe den Motor auf Förderbeginn gedreht, das ist die rot-blaue Markierung, die man hier sieht, die müsste auf dem Zeiger stehen. Das andere ist OT. Und wie man sieht, passt das gar nicht. Der steht ungefähr 15 Grad und hat jetzt Förderbeginn. Den habe ich hier mit der Überlaufmethode gemessen. Jetzt müssen wir erstmal versetzen. So, ich habe jetzt die Pumpe um 2 Zähne versetzt. Sieht man hier schön an den Markierungen.
Jetzt messen wir gleich nochmal nach und dann sehen wir, ob es denn stimmt oder nicht. Jetzt steht da ein Zahn weiter. Ich habe jetzt eben mit der Überlaufmethode mit Druckpumpe nochmal getestet. Jetzt passt das auch alles. Steht hier schön. Gut, jetzt nochmal ein Stück daneben, aber hat eben gepasst. Der steht jetzt auf Förderbeginn. Und wir können doch gleich nochmal gucken. Der steht auf 26 Grad VOT. Wenn ihr euch mal die Überlaufmethode angucken wollt, da hat Wilfried ein cooles Video gemacht. Ich habe das jetzt hier mit Hochdruckpumpe gemacht, weil das spart mir die Druckventile auszubauen, beziehungsweise das Druckventil auszubauen. So kann ich einfach hier direkt Sprit ziehen und laufen lassen. Übrigens, hier ist Ölabscheider dran an der Werkshalle, also macht euch nicht den Kopf, dass da ein bisschen Diesel neben dran gelaufen ist. Das ist nicht so, nicht weiter schlimm. Dann kippt man nachher noch ein bisschen Bindemittel drüber. Dann ist das gut. So, als nächstes messen wir noch Kompression an der Büchse und dann gucken wir mal, wie er nachher läuft. So, endlich fertig. Alles eingebaut, alles zusammen. Düsen alle wieder drin. Motor läuft. Ja, alles trocken soweit. Ich habe wohl versehentlich eine Hohlschraube abgerissen von der Leckelleitung. Da habe ich aber eine neue reingemacht. Das passiert einfach manchmal. So, Pumpe ist drin. Schlepper ist auch direkt angesprungen nach dem Entlüften. Und der ist vorher ja so richtig sanft weich gelaufen und deswegen hat er auch nicht richtig Leistung gehabt und ist über die Zeit zugerost. Und jetzt hört man richtig schön. Der nagelt nochmal richtig schön und klingt auch wieder richtig gut. Ruht noch ein bisschen, aber ich nehme an, der ist ein halbes Jahr mit der falschen Einstellung gefahren worden, dass der einfach nur ja, zugerost ist innen drin. Wenn der jetzt mal eine Woche gefahren wird, dann dürfte das auch wieder weg sein. Dicht ist er auch schön komplett. Ja, ich mache jetzt Feierabend. Es ist mittlerweile schon komplett dunkel, es ist arschkalt, es ist nass. Ja, man sieht ja auch den Schlepper, wir haben ja die halbe Zeit im Regen gearbeitet, trotz Dach. Da hat hier alles von der Seite richtig schön reingeregnet. So, aber so ist es halt mal. Ne? Ist jetzt nur ein Freundschaftsdienst gewesen. Aber gut. Ich hoffe, ich konnte dir bei der Vorhubfindung, beziehungsweise beim Förderbeginn oder OC von einem Schlepper, bei dem ihr keine Markierung habt, helfen. Und bis dann, euer Dominik.